Berechne den Gewichtsverlust einer 100 Kilogramm Masse, die man vom Nordpol zum Äquator versetzt, wenn klein g am Nordpol 9,83 Newton pro Kilogramm beträgt und klein g am Äquator 9,78 Newton pro Kilogramm beträgt. Wir versetzen also diese Masse von 100 Kilogramm vom Nordpol zum Äquator. Hier sind die Angaben. Die Masse beträgt 100 Kilogramm und hier sind die Werte für klein g am Nordpol und am Äquator. Was wir suchen, ist die Differenz der beiden Gewichte. Das heißt, das Gewicht am Nordpol minus das Gewicht am Äquator. Um dieses Delta G zu finden, nutzen wir natürlich diese Formel und berechnen zuerst das Gewicht am Nordpol. Das Gewicht am Nordpol, das ist 100 Kilogramm mal 9,83 Newton pro Kilogramm, also 983 Newton. Jetzt rechnen wir das Gewicht am Äquator. Das ist dieselbe Masse, 100 Kilogramm, auch hier mal 9,78 Newton pro Kilogramm, das heißt 978 Newton. Die Differenz dieser Gewichte beträgt also 983 minus 978, das heißt 5 Newton. Die Endantwort auf diese Aufgabe lautet, der Gewichtsunterschied beträgt 5 Newton.